lohnt es sich, Buswerbung einzusetzen, wenn man auf der Suche nach Pflegefachkräften ist. Ja, wenn Sie ein Pflegeheim betreiben, ein Pflegedienst oder Krankenhaus, dann sind Sie immer wieder in der Situation, dass Sie Leute brauchen. Und dann kommt man mal auf die Idee, dass man vielleicht Buswerbung in der Region veröffentlicht, beziehungsweise halt Werbung auf den Bussen, um halt da die Aufmerksamkeit von Pflegefachkräften zu erzielen. Wie sinnvoll das Ganze ist, was dagegen sprechen könnte, welche Alternativen es gibt, darüber sprechen wir in diesem Video. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Moskal von pflegekraft.de und wir haben mittlerweile über 200 Unternehmen aus der Pflege weitergeholfen, Pflegefachkräfte zu finden. Ja, das heißt, Pflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser melden sich bei uns, wenn sie mehr Bewerbung haben möchten. Ja, wir sind keine Personalvermittlung oder Zeitarbeitsfirmen, sondern wir stellen sie so auf, dass sich die Fachkräfte von selbst bei ihnen melden werden. Und da haben wir einen riesen Erfahrungsschatz, auch eben was andere Maßnahmen betrifft. Ja, also auch zum Thema Buswerbung auch, wann lohnt sich das Ganze, wie effektiv ist das? Sie müssen sich vor Augen halten, Sie müssen immer schauen, okay, was investieren Sie? Und wie effizient wird das Ganze sein in Form von Einstellungen? Was wird es Ihnen bringen? Natürlich in Form von Bewerbungen in erster Linie, aber natürlich auch, was bleibt unterm Strich dann auch am Ende des Tages. Und bei der Buswerbung ist es so, wenn, ja, je nach Region, das kann halt tausende Euros im Monat dementsprechend kosten. Da sind Sie sehr schnell im fünfstelligen Bereich im Jahr, was Sie dann einfach nur für Buswerbung ausgeben. Und der Nachteil ist aber einfach, Sie zahlen halt für eine gewisse Reichweite, weil klar, die Busse sind halt eben unterwegs, die eine oder andere Person sieht das Ganze, aber wir können die Leute nicht dazu bringen, sofort eine Handlung durchzuführen. Ja, also die Leute sehen zwar diese Buswerbung und in den meisten Fällen ist die Buswerbung nicht mal effektiv gestaltet, so dass man ja die Leute auch dazu bewegen kann, dass sie sich direkt melden, sondern da ist dann einfach nur, hey, Firma XY sucht Pflegefachkräfte zum Beispiel. Und das ist eben nicht gut, weil die Leute dann erstmal selber schauen müssen, okay, wie kann ich mich denn überhaupt in Verbindung setzen mit dieser Firma? Wie kann ich denn irgendwas herausfinden über diese Firma? Also die werden dann höchstens, wenn das Ganze interessant für eine Person sein sollte, dann muss sie sich das Ganze auch nochmal abspeichern und im Hinterkopf behalten und dann im Nachgang irgendwie abends oder sonstiges recherchieren und dann irgendwie aktiv auf sie zukommen. Und das ist allein schon eine große Hürde, weil sie werden halt die wenigsten Pflegefachkräfte haben, die dann sagen, oh, wow, was für eine Werbung, da will ich mich jetzt unbedingt bewerben. Sondern, ja, die Leute sehen das, aber es wird dann nichts weiter passieren. Das ist leider dieser Nachteil von dieser Werbung. Und dafür, dass sie dann so hohe Budgets dafür halt eben einsetzen, da gibt es halt viel sinnvollere Alternativen für. Also Buswerbung ist als solches natürlich, wie gesagt, irgendwann empfehlenswert, aber halt nicht eine der ersten Maßnahmen. Sie sollten eben ja das Budget effizient einsetzen in andere Kanäle, die Ihnen direkt Bewerbung bringen, wo Sie direkt wissen, was kann ich noch machen, um diesen einen Kanal zu verbessern. Und das können Sie eben bei Buswerbung leider nicht da. In den meisten Fällen, wenn wir mit Interessenten oder Kunden sprechen, wenn die Buswerbung eingesetzt haben in der Vergangenheit, sie haben nie gemerkt, dass dadurch die Bewerberzahl gestiegen ist. Und deswegen müssen Sie auf Alternativen zurückgreifen, wie zum Beispiel Online-Marketing, weil Sie da natürlich mit viel weniger oder mit dem gleichen Budget viel größere Effekte erzielen können. Sie können direkt die Pflegefachkräfte ansprechen. Sie können diese Pflegefachkräfte direkt erreichen, dass das Werbebudget keinen Streuverlust hat. Und Sie können dann immer sofort sehen, an welcher Stelle kommen die Leute nicht weiter. Ja, zum Beispiel, Sie haben eine Werbung und Sie wollen diese Leute auf eine Webseite führen zum Beispiel. Und dann wissen Sie, oh, ich habe zwar diese Werbeausstrahlung, aber irgendwie gehen zu wenig Leute auf die Seite, die sich dann eben bewerben. Dann weiß ich ganz genau, ich muss die Werbeanzeige zum Beispiel, die Werbung, die Online-Werbung, die ausgestrahlt wird, überarbeiten, anpassen, damit ich mehr passende Leute dazu bringe, diese Seite zu öffnen. Und damit haben sie sofort einen Hebel erkannt und wissen, okay, wenn ich das jetzt mache, dann bekomme ich unterm Strich so und so viele Bewerbungen dementsprechend mehr. Und das können sie bei der Buswerbung eben nicht. Sie haben da halt eben einfach nur ein gewisses Budget. Dann fahren die Busse, sie merken, okay, es tut sich nichts. Da können sie nicht einfach sagen, alles klar, jetzt im nächsten Monat machen wir eine andere Buswerbung dann dementsprechend drauf. Also das funktioniert halt eben nicht. Deswegen sollten sie sich unbedingt damit beschäftigen, wie sind sie online überhaupt aufgestellt, weil es unfassbar günstig ist, Menschen online zu erreichen und gerade Pflegefachkräfte online zu erreichen. Schauen Sie sich an, wie sind sie da aufgestellt und da werden Sie in den meisten Fällen sehen, da haben wir noch Engpässe oder wir nutzen sehr viele Sachen online nicht oder noch schlimmer, wir geben monatlich nicht mal ein Werbebudget aus für gewisse Plattformen online, die mir wirklich messbar und nachweisbar
Bewerbung von Pflegefachkräften bringen. Also wenn Sie wirklich keinen Euro in Online-Werbung ausgeben, dann sollten Sie das unbedingt ändern, weil das ist eine Möglichkeit, das ist eine Strategie, die Sie dort durchführen können, dass Sie sehr günstig Reichweite einkaufen können und damit als super Arbeitgeber präsent sein können und damit Pflegefachkräfte dazu bringen können, sich bei Ihnen zu bewerben. Wenn Sie mehr Informationen dazu haben möchten, dann tragen Sie sich gerne unter www.pflegekraft.de ein. Wenn Sie auf der Suche nach Pflegefachkräften sind, wenn Sie gute Leute brauchen, dann sprechen wir gerne miteinander, in welcher Situation Sie sich gerade befinden, wo Sie gerne hin möchten, welche Ziele Sie eben haben, wie viele Leute Sie gerne in Zukunft einstellen möchten, weil es ist immer eine Fluktuation da. Es gibt immer wieder jemanden, der schwanger ist etc. Und da müssen Sie das Ganze abfangen. Es wird in Zukunft eben nicht einfacher, sondern im Gegenteil leider schwieriger. Und hier muss man jetzt schon auf die richtigen Kanäle setzen, damit Sie für Ihr Unternehmen wirklich einen Kanal haben, der funktioniert, der Ihnen messbar Bewerbungen bringt, die qualitativ sind, worüber Sie messbar Leute einstellen. Und das ist alles, was ich Ihnen gerne in einer kostenlosen Beratung aufzeigen kann, wie das für Sie auch funktionieren kann. In dem Sinne freue ich mich auf ein Gespräch mit Ihnen. Bis zum nächsten Video. Ihr Michael Moskau von pflegekraft.de.